Also, ich wurde ja eingeladen, zum Thema Inverted Classroom etwas zu sagen. Und sehr schnell war mir klar, dass das eigentlich viel zu eingeengt ist und habe das Thema, wie Sie hier auf dieser zweiten Folie sehen, habe es geändert. Na, jetzt muss ich meinen Cursor da noch erstmal platzieren. So, zu asynchrone Wissensvermittlung. Also die Frage einfach, wie bringen wir heute im 21. Jahrhundert das Wissen, was es zu erwerben gibt, an unser Publikum? Bevor ich das aber mache, möchte ich Ihnen mal ganz kurz nochmal auf mich selber hinweisen. Denn die ganze Entwicklung, ich mache das ja seit 1996 und noch früher, 1981, habe ich begonnen, überhaupt mit Multimedia und Computern zu arbeiten. Dieser ganze Weg war ein ganz mühseliger und beschwerlicher Weg, der ja über viele Jahrzehnte mit allen möglichen Hindernissen überhaupt erst möglich wurde. Das hat der Deutsche Stifterverband im Jahr 2019 zum Anlass genommen, mich mal über eine lange Zeit zu interviewen. Wer möchte, kann sich diesen Podcast anhören. Das Bild haben die auch selber dann gemacht von mir. Und dort sind die enormen Schwierigkeiten diskutiert, die immer wieder auftraten von Argumenten aus dem eigenen Kollegium, über Pressemitteilungen, Professoren werden abgeschafft und ähnliche Dinge, was man mir da nicht alles in den Mund gelegt hat. Ich selber habe Englisch und Sport und Philosophie studiert, wollte Lehrer werden. Gut. Also ich habe von den Problemen erzählt, will ich jetzt nicht weiter tun. Als Ergebnis des Ganzen sehen Sie heute und können Sie auch benutzen den Virtual Linguistics Campus. Das ist ja die Plattform, die wir benutzen. Ist eine Moodle-Instanz. Sie sehen hier die Daten, will ich jetzt auch kurz machen nur. Wir werden wahrscheinlich im Juli die 10.000-Nutzer-Grenze knacken, weil zurzeit sich sehr viele aus den Philippinen gerade anmelden. Wir sind offenbar da ganz groß gelandet in den Philippinen und unterstützen da fast alle Hochschulen mit Kursen. Und ja, und das Ganze wird von einem YouTube-Kanal unterstützt, der mittlerweile 113.000 Abonnenten hat. Damit sind wir sogar Influencer, was ich gar nicht sein wollte. Aber die Videos werden halt auch weltweit hoch nachgefragt und das Ganze ist miteinander verzahnt. Und ausgehend vor diesem Hintergrund möchte ich mich nun eben mit der Frage beschäftigen, wie lehren und lernen wir und was können wir von dem Lehren und Lernen digitalisieren? Ich will es kurz machen. Lehren und Lernen im 21. Jahrhundert. Was gibt es da für Methoden überhaupt? Also eine wichtige Methode, die wir einsetzen, ist die frontale Wissensvermittlung. Auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, es ist immer noch die Hauptmethode der Vermittlung von Wissensmengen. Es gibt dann natürlich sowas wie Partner- und Gruppenarbeit, gar keine Frage, sehr diskursiv, Projektunterricht, wo man anhand von Projekten auch außerhalb gewisser Zeiten Dinge vornimmt. Das Stationenlernen innerhalb von Präsenzphasen, Exkursionen. Ich könnte das noch sehr lange fortführen, diese Möglichkeiten des Lehrens und Lernens, möchte mich aber konzentrieren auf die frontale Wissensvermittlung. Alle anderen Aspekte des Lehrens und Lernens sind für mich digital erstmal gar nicht abbildbar. Wenn wir es digital abbilden wollen, dann müssen wir ganz neue Methoden zum Beispiel einführen, wie möglicherweise Virtual Reality oder so etwas. Aber deswegen konzentriere ich mich auf die frontale Wissensvermittlung. Und wenn man sich mal fragt, in welchen Lehrformaten findet das statt, naja, dann das kennen wir und es war ja auch im Kurs erwähnt, eine zentrale Unterrichtsform ist die Vorlesung für die frontale Wissensvermittlung. Jemand steht vorne, wendet sich an ein Publikum und vermittelt Wissen in der Hoffnung, dass die Teilnehmer das auch hinterher gut aufgenommen haben. Es wird oft verkannt, dass man auch im Seminar und in Übungen ja Wissens vermittelt. Da gibt es diese berühmten Szenen, die ich auch selber immer wieder bei mir festgestellt habe, wo ich gesagt hatte, so, jetzt alle mal herhören. Ich sehe, da fehlen ein paar Grundkenntnisse. Wir müssen uns jetzt erstmal über die Struktur des menschlichen Gehirns unterhalten, ehe wir weiter über Psycholinguistik reden. Mein Fach, Linguistik. Also die Wissensvermittlung findet eigentlich immer statt. Primär und ausschließlich in Vorlesungen, sekundär in Seminaren, Übungen, Tutorien und so weiter und so fort.
Die Frage ist nun, Wissensvermittlung, ist das wirklich in allen Fächern der Fall? Ich habe hier mal ein paar Bilder dargestellt, also oben die Optik, das Auge, dann in der Medienwissenschaft, was wir da alles für Grundlagenwissen haben müssen, in den sprachlichen Fächern alles über Grammatik und Grammatikmodelle und grammatische Prinzipien, in der Mechanik, in der Theologie, rechts symbolisiert durch die verschiedenen Symbole der Theologie, Ökonomie. Ja, und die beiden Fotos, die habe ich mal aus Ihren Fächern genommen, Heilpädagogik und Geriatrie. Das sind Fächer, wo sehr viel vermittelt wird an Grundlagenwissen. Und wenn ich jetzt mit Ihnen, die Zeit haben wir nicht, eine Umfrage machen würde, wie ich es in fast allen Workshops seit 3 Jahren mit mittlerweile mehr als 500 Teilnehmern gemacht habe, dann kommt da ein Wert raus von etwa 52% fächerübergreifend Grundlagenwissen. In der Physik ist das vielleicht mehr als in der Soziologie, aber der Durchschnittswert über alle Fächer hinweg liegt bei 52%. Und genau darum geht es mir, diese 52% zu digitalisieren, mit der Frage, wie können wir das vermitteln? Wie können wir diese Grundlagenwissensmengen, die es unbestreitbar in jedem Fach, an jeder Hochschule gibt, wie können wir das sauber vermitteln? Und dazu möchte ich Ihnen jetzt 5 Thesen präsentieren, die auch mittlerweile erforscht sind, die gar nicht mehr bezweifelt werden, die aber leider nicht umgesetzt werden. Erste These ist, die Erschließung von Wissensmengen im 21. Jahrhundert, hätte ich hinzufügen können, ist heute asynchron und selbstgesteuert. Sie sehen das hier in diesem Modell. Wir haben eine Phase des Lehrens und Lernens, die ist asynchron. Man verwendet dazu digitale Materialien. Das Ziel ist eine Inhaltserschließung durch die Teilnehmer und die Durchführung ist selbstgesteuert. So etwas nennt man einen Online-Kurs. Und wenn Sie diesen Online-Kurs öffnen und keine Teilnehmerbeschränkung mehr einführen, dann nennt man ihn offenen Online-Kurs. Und weil es keine Begrenzung mehr gibt, massiv offenen Online-Kurs auf Englisch, Massive Open Online-Kurs, die sogenannten MOOCs. Die gibt es seit etwa 2012, aber schon weit vorher gab es immer Online-Kurse. Ich selbst habe den ersten Online-Kurs Curricula integriert 2000. Das war der Kurs an unserer Hochschule History of English. Wir mussten den als reinen Online-Kurs anbieten, weil die Lehrkraft in Ruhestand gegangen ist und die Stelle nicht mehr besetzt wurde. Wir hatten gar keine andere Möglichkeit. Problem dieser Online-Kurse ist es, dass die Abschlussquoten sehr, sehr niedrig sind. Und es kann uns nicht zufriedenstellen, dass im internationalen Kontext die Abschlussquoten bei 2-3% liegen. Bei uns im Virtual Linguistics Campus, wo alle Kurse ja so benutzt werden können, liegen die zwischen 15-17%, je nach Kurs. Das ist zwar ein toller Wert, aber natürlich kein zufriedenstellender. Also haben wir immer gesagt, es muss eine zweite Phase geben und damit bin ich bei der zweiten These. Wir müssen die Wissensmengen irgendwie vertiefen. Und diese Vertiefungsphase, die ist synchron. Also die findet zu einer bestimmten Zeit statt, an einem bestimmten Ort und sie findet in Präsenz statt. Die Materialien sind immer noch digital, aber auch analoge Materialien können jetzt eine große Rolle spielen, wie Tafelanschriebe, Bücher, Texte, die man mitbringt und so weiter. Man vertieft die Inhalte und die Durchführung ist eine Sonderform eines Seminars. Wir haben also in diesem Modell jetzt die zentralen Aktivitäten vertauscht. Das, was vorher außerhalb der Institution war, nämlich die Phase 2, die Vertiefung, ist nun innerhalb. Und was vorher innerhalb war, nämlich die in Präsenz dargestellte Wissensvermittlung, die findet nun außerhalb statt. Wir haben das einfach vertauscht, das Modell. Jetzt muss man die Frage stellen, wie sehen eigentlich die digitalen Materialien aus? Womit kann ich Wissens vermitteln? Ich könnte ja theoretisch sagen, machen wir schon seit 50 Jahren, indem wir den Studenten gesagt haben, hier habt ihr ein Buch, lest bitte bis nächste Woche Seite 12 bis 37. Wenn wir dann gefragt haben, wie viele haben es gelesen, dann waren das vielleicht 2-3%. Und wenn wir gefragt haben, wer traut sich von euch, das jetzt auch noch vorzutragen, was er gelesen hat, dann gab es überhaupt keine Rückmeldung. Also die Vorbereitung war immer extrem gering.
Mit Lesen, das hat also nicht so richtig geklappt, in keinem Fach. In der Mathematik nicht, wo man die Texte gar nicht durchdrungen hat. In der Soziologie oder Politologie nicht, wo die Texte sehr lang waren. Wir brauchen also was anderes. Und das andere, was man überlegt hatte vor einiger Zeit, waren Lehrvideos. Die Idee ist also, man bietet kleine Videos an, sagt den Teilnehmern, bitte durchschauen, wenn notwendig mehrfach. Und dann kommt ihr vorbereitet in die Präsenzphase. Dieses Modell ist der Flipped Classroom. Wir haben sehr früh erkannt in der Hochschule, dass Videos allein ja keinesfalls die Grundlage für eine vernünftige Wissensvermittlung sein können. Da muss mehr vorhanden sein. Und deswegen ist dieses Modell, dieser Flipped Classroom für die Hochschullehre schlicht und einfach ja nicht komplex genug. Die digitalen Lehrmittel werden durch die These nun sozusagen erweitert. Und ich habe die immer auf Englisch gelassen, weil die so plastisch ist. These 3, Learning is not just video. Das trifft den Kern. Wir können nicht mit einer Handvoll von Videos eine klassische Vorlesung ersetzen. Wissensvermittlung. Wir brauchen mehr. Und was wir mehr haben, das sehen Sie hier jetzt dargestellt in diesem kleinen Kasten Lehrmittel in der ersten Phase. Das sind Texte, das sind Bilder, das sind Videos und ich habe mir auch erlaubt, seit einiger Zeit das ChatGPT-Symbol hinzuzufügen. Ich zeige Ihnen später, wie man das integrieren kann. Also dort bekommen wir jetzt unsere Lehrmittel her. Von Videos, aus Bildern, aus Texten und aus KI-Systemen. Und diese Inhalte sind jetzt multimedial und zur Abgrenzung zu diesem einfachen Flipped Classroom nennen wir das seit vielen Jahren den Inverted Classroom und haben ja auch die Inverted Classroom-Konferenz seit 2012 jährlich angeboten. Mittlerweile hat man das in Österreich und der Schweiz übernommen als deutschsprachige Konferenz und man ist sich eigentlich einig, dass ein vernünftiger Inverted Classroom sehr, sehr komplexe Lehrmittel enthalten muss, sonst kann er gar nicht funktionieren. Das ist im Prinzip das fertige Modell. Jetzt gibt es noch eine Frage, die Sie sich vielleicht selbst stellen. Wie schaffen wir es, dass die Teilnehmer an einem solchen Kurs die Inhalte in der asynchronen Phase auch durcharbeiten und dann vorbereitet in die Phase 2 kommen? Ich hatte ja vorhin gesagt, wenn Sie nur Texte früher hingegeben haben, ich weiß das aus eigener Erfahrung, die Studenten haben das nie gelesen. Dann immer irgendwie gehofft, dass irgendjemand das nochmal zusammenfasst. Das ist in diesem digitalen Modell genau das Gleiche. Wir brauchen irgendwie eine Mastery-Möglichkeit. Diese Inhalte müssen multimedial, nicht nur multimedial sein, sondern sie müssen vor der zweiten Phase gemeistert sein. Das muss sitzen. Und deswegen nennen wir dieses Modell das Inverted Classroom Mastery Model. Mastery deshalb, weil es nun in der ersten Phase Tests zur Inhaltserschließung gibt. Rieke Baden hat diese Tests gemacht, zweimal. Ich gratuliere, beide bestanden. Mehr werde ich nicht sagen. Sie leitet das Ganze, deswegen habe ich ihren Namen jetzt mal ein bisschen erwähnt. Von ihr würde ich jetzt annehmen, wenn sie in die Präsenzphase käme und wir eine hätten, würde ich sagen, ja, die Teilnehmerin ist gut vorbereitet. Sie hat zumindest die Tests bestanden und hat möglicherweise auch die anderen Aktivitäten sauber durchgearbeitet. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der allerdings noch durch einiges erweitert werden muss. Sie haben, Rieke, Sie haben auch zwei Badges gewonnen. Also man kriegt da auch noch ein paar Anreizsysteme, auf die komme ich noch zu sprechen. Das ist eigentlich das fertige Modell. Jetzt kamen Schulen, die ich seit einiger Zeit berate, insbesondere das Internat in Luisenlund, auf die Idee und sagten, was ist eigentlich in Phase 1, wenn die das selbstgesteuerte Lernen irgendwie, wenn die da Probleme haben? Können wir da eine Hilfe anbieten? Und diese Hilfe gibt es. Das ist das Tutorium. Und das ist meine fünfte These, dass ein Tutorium, was angeboten wird, zusätzlich als Begleitung in dieser ersten Phase von großem Nutzen sein kann. Bei uns lief das praktisch so ab. Der Kurs war donnerstags, ein Kurs, und das Tutorium war dienstags von 14 bis 18 Uhr. Ich hatte zwei Tutorinnen.
Denen habe ich gesagt, ihr setzt euch bitte von 14 bis 18 Uhr in einen Arbeitsraum und dort könnt ihr kontaktiert werden von den Teilnehmern, die irgendwelche Probleme haben. Der Nutzungsgrad war überschaubar, der lag etwa bei 10-15%. Aber immerhin, es sind Studierende gekommen und haben gesagt, kannst du mir mal helfen? Und das ist noch ein zusätzlicher Punkt, den man, wenn man Tutorenmittel hat, verwenden kann. Und damit haben wir eigentlich das fertige Modell. Wir müssen jetzt noch eins überlegen, wo findet die Durchführung statt? Wir brauchen physische Lernräume. Diese Lernräume, die sehen aber anders aus als in der Vergangenheit. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Also wir brauchen Räume. Und damit haben wir das Modell auch jetzt aus architektonischer Sicht schon mal betrachtet. Wir wissen, wie es funktionieren soll. Wir wissen, was wir brauchen. Und wir haben hier das Inverted Classroom Mastery Model. Das ist das Modell, von dem ich nun ausgehen werde und versuche, Ihnen zu beschreiben, wie das gelingen kann. Vielleicht an dieser Stelle die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen. Bosana, Sie haben eine Frage. Genau, ich habe eine Frage. Ich habe mich mir auch heute Morgen Videos angeschaut, also das, was Sie empfohlen haben als Vorbereitung für ja. Workshop. Und was mir nicht so ganz klar ist, auch so weiter aus der Präsentation, in Inverted Mastery Classroom ist asynchrone Phase immer am Anfang. Ist das auch denkbar, dass es gemischt sein kann, wie im Format? Absolut gute Frage. Sie werden gleich sehen, wenn wir zur Digitalisierung selbst kommen, dass Sie es überhaupt nicht schaffen werden, eine komplette Lehrveranstaltung innerhalb kürzester Zeit zu digitalisieren. Und deswegen wird mein Hinweis, das nehme ich jetzt schon vorweg, sein, machen Sie es erstmal mit einer einzigen Sitzung. Und danach machen Sie erstmal wieder klassische Lehre. Und irgendwann in der Zeit danach gelingt es Ihnen, die zweite zu digitalisieren, dann die dritte. Bis Sie einen kompletten Kurs haben, ich nehme es auch schon mal vorweg, brauchen Sie, wenn Sie das zu zweit machen, etwa 6 Monate. Nee, mir geht es gar nicht um Digitalisierung, sondern zum Beispiel, wir haben relativ lange E-Mail bekommen mit Hinweisen, wo wir was finden, wo wir uns in welche Plattform anmelden müssen und so weiter. Und ich habe Erfahrung, dass mit Studierenden solche Sachen nicht unbedingt gut klappen. Deswegen mache ich eher anderes rum, dass ich in der Präsenz solche Sachen vorzeige, sage, da ist Moodle-Raum, melden Sie sich jetzt bitte alle an. Da sind Materialien, die ich benutze, da sind Links zu Videos. Und dann anschließend immer wieder abwechselnd Präsenz. Und haben wir so nicht gemacht. Wir waren da über die Jahre, wir betreiben das ja seit 2004. Okay. Und anfänglich hatten wir das auch so gemacht. Haben wir eine Präsenzphase eingeführt, um zu erklären, wie das ganze Modell funktioniert. Dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir machen alles digital. Es gibt in dem Course Descriptions, also dem, was man leider immer noch Vorlesungsverzeichnis nennt, gab es bei uns nur noch einen YouTube-Link zu einem Video, wo wir den Kurs erklärt haben. Mhm. Und zusätzlich haben die Studenten per E-Mail das sogenannte Inverted Classroom Manifesto bekommen, wo sie mitgeteilt bekommen haben, warum wir das machen, was wir machen. Das war eine sehr schwierige Phase, aber nach einer gewissen Zeit hat das dann jeder verstanden und wir hatten auch die Unterstützung der studentischen Fachschaft. Ja. Danke. Gut, dann schlage ich vor, wir machen weiter und kommen jetzt zu der Frage, wie gelingt uns das Ganze? Und da gibt es insgesamt 5 Gelingensbedingungen, die ich hier mal so dargestellt habe. Davon sind 3 auf die Institution bezogen, die können wir recht schnell abhaken. Das ist das, was man möglicherweise auch Hochschulstrategie nennt. Es gibt leider zu viele Strategien und zu wenige Umsetzungen. Alle Hochschulen reden immer von Strategie, aber gewisse Dinge brauchen sie. Dann gibt es natürlich den Punkt der Implementierung, wie setze ich das Ganze um? Und schließlich noch eine konzeptionelle Gelingensbedingung, auf die ich gleich komme, die Sie sehr leicht umsetzen können, aber niemand traut es sich so richtig. Fangen wir mal mit den Allgemeinen an. Also die allgemeinste Bedingung ist die der Unterstützung der jeweiligen Hochschule. Sie brauchen die Leitung Ihrer Institution, die mit vollem Herzblut hinter dieser Digitalisierung steht. Wenn sie das nicht tut,
ist das Modell zum Scheitern verurteilt. Und dann werden sie das sein, was ich immer war, man hat dann gesagt, Leuchtturm innerhalb einer Hochschule, die sich aber nicht um sie kümmert. Die möglicherweise auch das verschweigt, was sie da an modernen Dingen machen, weil es die gesamte Hochschule nicht in den Griff bekommt. Sie brauchen die Leitungen. Sehr schön sieht man das, ich habe es schon erwähnt, an einem Internat in Deutschland, in Luisenlund, wo sich das gesamte Rektorat vollständig hinter dieses Modell gestellt hat und sogar, man höre und staune, Lehrkräfte entlassen hat, weil sie das nicht mitgetragen haben. Das können die machen, weil dort die Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis sind. Also eine volle Unterstützung, die brauchen sie. Sie brauchen eine IT-Abteilung, da sind die Hochschulen eigentlich ganz gut aufgestellt. Die Schulen zum Beispiel haben sowas gar nicht, deswegen ist fast jedes Modell dort zum Scheitern verurteilt. Die Schulen haben keine IT-Abteilung. Wie wollen sie dann eine Plattform begleiten? Es geht überhaupt nicht. So, und wenn sie diese Unterstützung haben, dann können sie Pläne machen, Ziele und Zeitpläne. Sie können sich um Fördermaßnahmen kümmern. Und das ist dann auch viel einfacher, wenn die gesamte Hochschule dahinter steht, zum Beispiel Förderung zu bekommen. Ich musste immer allein kämpfen und habe dann trotzdem glücklicherweise vom BMBF und DFG und so weiter Fördermaßnahmen bekommen, auch viele aus private Unterstützung, Sponsoren. Aber es war sehr, sehr mühsam. Ja, was kann man dann machen? Also das Ziel ist es ganz klar, Digitalisierung der Lehre im Bereich Grundlagenwissen. Das ist das Ziel. Dann wird entschieden über das Prozedere und über das Learning Management System. Die Entscheidung ist bei Ihnen gefallen. Sie haben Moodle. Ist aus meiner Sicht auch die vernünftigste Entscheidung, die man derzeit in Deutschland und in Europa treffen kann, weil es die größte Community ist und das am meisten benutzte System weltweit ist. Ja, und dann werden Testversionen gemacht und jetzt geht es eigentlich schon ins Eingemachte. Da ist natürlich das Team um Frau Baden und Herrn Kapinski und Herrn Kuhnt gefragt. Ja, hier sehen Sie dann das einheitliche Design. Auf der linken Seite den Virtual Linguistics Campus. Da wurden Logos entwickelt, da wurden Header entwickelt. Rechts sehen Sie zum Beispiel die Kurskacheln für eine komplette Schule. Hier nur mal drei für diese Stiftung Luisenlund, wo Kacheln entwickelt wurden, wo das Design auch einheitlich ist. Die Schüler mir dort aber immer noch sagen, das könnte noch viel besser sein. Also die wollen, dass das auch gut aussieht auf der Plattform. Ja, dann haben wir die nächste Gelingensbedingung, das ist die Information. Hier habe ich mich eigentlich nie drum gekümmert und das war auch ein großer Fehler. Ich hätte die Kolleginnen und Kollegen eigentlich von Anfang an in Kenntnis setzen müssen, was ich da im Schilde führe und dass niemand von denen seinen Arbeitsplatz verlieren wird. Das habe ich aber nicht getan. Ich habe auch die Studenten im Unklaren gelassen, was da auf sie zukommt. Ganz anders macht man das heute in dieser besagten Schule. Dort wurden mehrere Informationsabende auch für die Eltern zum Beispiel eingerichtet. Das braucht man in den Hochschulen nicht. Aber für das gesamte Umfeld, welches Modell haben wir da? Was führen wir da im Schilde? Welches Modell werden wir einsetzen? Wie wird das funktionieren? Und als i-Tüpfelchen haben die dort noch mit meiner Unterstützung einen Online-Kurs für die Eltern entwickelt, in dem die selber sehen können, wie ihre Kinder lernen, um das dann letztlich auch zu verstehen und sogar zu evaluieren. Also Information, eine wichtige Geschichte. In der Hochschule geht es darum, die Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Fachbereiche und Fächer und Institutionen mitzunehmen. Und das geschieht, müsste eigentlich klappen, wenn man das besser macht, als ich es gemacht habe. Die solche Informationssitzungen. Ich habe sowas öfter angeboten. Meistens haben sich die Kollegen dann entschuldigen lassen und gesagt, sie hätten auswärtige Termine und Ähnliches. Man hat sich da rausgeredet. Eine Empfehlung, die ich neulich der TU München gegeben habe, ist, laden Sie doch in funktionierenden Inverted Classroom-Szenarien die Kolleginnen und Kollegen zu ständigen Hospitationen ein. Das habe ich auch gemacht, hat nicht funktioniert. Selbst das Präsidium ist nie gekommen. Die haben sich nie eine Präsenzphase angesehen, obwohl sie immer eingeladen waren. Vielleicht klappt es bei Ihnen. Also Sie müssen die Idee verbreiten und ein Selbstlernkurs ist bestimmt hilfreich, so wie wir das mit Edu21 gemacht haben, dass Sie daraus vielleicht was abstrahieren und Ihrem eigenen Klientel zur Information anbieten.
Ja, dann die Architekturen. Ich habe ja gesagt, hier muss eine Änderung her. Mit dieser klassischen Architektur, die Sie hier sehen, kommen wir nicht weiter in den Präsenzphasen. Die Oldschool sieht ja so aus hier. Jemand steht vorne und in sauber angeordneten Sitzreihen sollen alle im gleichen Tempo das gleiche Ziel und so weiter erreichen. Das 7G-Modell, das muss natürlich dieses alte Educational System, das gleiche Bedingungen für alle schafft, wo wir doch genau wissen, dass der Elefant viel schlechter auf den Baum kommt als der Affe, stellen wir denen trotzdem die gleiche Aufgabe. Das kann nicht mehr Ziel moderner Bildung sein, sondern es muss so etwas sein. Das sieht chaotisch aus auf den ersten Blick, sind aber neue Lernlandschaften, die man einrichten sollte und die es bereits gibt. Also das hier, was Sie hier sehen, das kann nicht mehr der Bildungsraum der Zukunft sein, sondern so sehen die aus. Da sitzt man an Tischen, befindet sich in Laboren. Und das Schöne ist, das gibt's schon. Hier sind mal Bilder aus dem besagten Internat, die ich vor 2 Wochen gemacht habe. Da sitzen die Schüler einfach an Tischen in Gruppen, sie arbeiten. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo ist denn eigentlich die Lehrkraft? Ja, im oberen Bild hier, das ist die Lehrerin, die gerade einen Schüler berät. Die klassische Lehre gibt es dort nicht mehr, es ist eine beratende Lehre, eine betreuende Lehre. Hier rechts auf dem Bild sehen Sie deswegen das Moodle-Symbol. Da sitzt die Schülerin, deren Hand wir gerade noch sehen, vor Moodle und lädt sich gerade eine Aufgabe zur Bearbeitung in der Präsenzphase runter. Das sind Bilder aus der neuen Lehre. Und diese neuen Architekturen, die gilt es herzustellen. Als letzte dieser zentralen Bedingungen ist eine Bedingung, die auf den ersten Blick ja eigentlich möglich sein müsste, aber allen doch extrem schwer fällt. Die Konzepte, die dahinter stecken. Unser zentrales Konzept an deutschen Hochschulen ist die Vorlesung. Wir reden ja sogar von Vorlesungen, wenn wir generell Lehrveranstaltungen meinen. Nur wir reden von Vorlesungsbeginn, was haben wir noch? Vorlesungsbeginn, ich glaube, ich habe gleich noch ein paar Begriffe. Vorlesungsverzeichnis. Vorlesungsfreizeit. Ja, ne? Also Vorlesungszeit, genau. Dabei wollen wir gar keine Vorlesung mehr. Und nach diesem neuen Modell gibt es auch keine mehr. Wir reden von Hörsälen. Aber gibt es denn nach dem neuen Modell überhaupt Säle, in denen wir etwas hören? Wir kommen doch nicht nur in die Hochschule, um etwas zu hören. Wir wollen doch teilnehmen, wir wollen mitmachen. Und deswegen muss auch letztlich das Konzept des Lehrers oder der Lehrerin, werden Sie auch das Gender-Problem vielleicht los, im Sinne von belehren. Das gibt es doch gar nicht mehr. Hier habe ich übrigens noch mal so ganz viele Begriffe. Lehrerfortbildung, Lehrerzimmer, Vorlesungsbeginn, Vorlesungszeit, Hörsaalbelegung, Hörsaalausstattung. All diese Begriffe sollten schleunigst, vielleicht schon zum nächsten Wintersemester, gar nicht mehr auftauchen. Reden Sie doch von Kursbeginn. Reden Sie von Seminarraum, von Kursleitung. Und wenn Sie einen anderen Begriff wollen für Seminar, nennen Sie Studio Time, erfinden Sie was Neues. Aber trennen Sie sich von diesen alten Begriffen. Plastisch gesagt, solange Sie von Vorlesung reden, werden Sie Vorlesungen haben. Das kann nicht Ziel einer modernen Bildung im 21. Jahrhundert sein. Und damit machen wir jetzt 10 Minuten Pause. Aber die interessiert die Lehrenden immer ganz besonders. Wie sieht denn eigentlich jetzt diese Präsenzphase aus? Was mache ich denn da überhaupt? Und da gibt es die größten Probleme aus meiner Sicht. Deswegen werde ich da gleich nochmal drauf eingehen. Also, ich zeige Ihnen jetzt mal einen kompletten Kurs. Also die Digitalisierung bezieht sich auf Kurse. Nennen Sie es Vorlesung bisher. Und ich habe hier mal einen Kurs genommen, den ich im Juli 2022 mit einem befreundeten Kollege geplant habe. Der befreundete Kollege ist Chef der Zahnklinik in Marburg. Ich bin Linguist und wir haben einen Kurs in Astronomie entwickelt. Jetzt können Sie sich fragen, wie sind die denn verrückt geworden, die beiden, keine Astronomen, und die bauen einen Kurs auf mit dem Titel Exploring the Solar System. Wir sind Hobby-Astronomen, insofern wissen, worum es geht. Wir wissen, worum es geht, aber wir haben einen OER-Kurs gebaut, der ausschließlich aus Materialien besteht, die wir gar nicht selbst erzeugt haben.
also Open Educational Resources. Ich zeige Ihnen mal die Teile von diesem Kurs. Es besteht aus 12 Selbstlerneinheiten, also 12 Sitzungen, wenn Sie so wollen. Die Sitzungen sind alle multimedial. Sie haben einen Mastery-Test, Sie haben Anleitung zum Durcharbeiten und es gibt Vorschläge für die Präsenzphase. Das ist der Inhalt dieser 12 Selbstlerneinheiten. Im gesamten Kurs, und jetzt erschrecke ich Sie, finden Sie insgesamt 189 Textseiten, 282 Bilder. Ich brauche Ihnen das nicht vorzulesen, Sie können das selbst sehen. Vielleicht noch ganz wichtig, 92 Videos, von denen haben wir 84 überhaupt nicht erzeugt. Die sind aus dem Internet. 7 von diesen 84, die sind in einer bestimmten Lizenz, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und eins haben wir selbst gemacht, nämlich das Werbevideo für diesen Kurs, indem wir den Kurs anwerben als Trailer in den sozialen Netzwerken. Wir haben dann noch Glossareinträge, Testfragen und Badges. All das gehört zu den so vernünftigen Kursen dazu. Jetzt werden Sie fragen, wie lange braucht man für sowas? Naja, erstmal das Personal. Wir waren eben die zwei Professoren, wobei ich die Hauptarbeit gemacht habe. Ich hatte noch 3 studentische Hilfskräfte am Start, die geholfen haben. Und wir haben gebraucht 6 Monate. So, das ist mal eine Hausnummer. Und dieser Kurs läuft jetzt. Der hat zurzeit 70 Teilnehmer, ist weltweit im Angebot. Astronomie ist ja nun auch nicht so ein Massenfach. Wir haben zusätzlich gerade jetzt einen Volkshochschulkurs laufen hier in Marburg, der diesen Kurs als Grundlage verwendet. Auch eine ganz nette Geschichte. Die Volkshochschule betritt auch mal Neuland. Ja, das ist natürlich erstmal sehr abschreckend. Jetzt kann man fragen, okay, was steckt denn da drin in so einem Kurs? Und jetzt gucken wir uns mal eine von diesen 12 Lerneinheiten an, eine von diesen 12 Sitzungen. Da haben Sie zunächst mal die Inhalte. Ich habe jetzt mal hier die eine Lerneinheit genommen, die heißt The Moon and the Earth. Alles ist auf Englisch. Und es geht also hier um den Mond, die Mondraumfahrtmission, die Struktur des Mondes und so weiter. Und jetzt verwende ich schon direkt die Moodle-Terminologie. Wir haben hier Aktivitäten, in denen wir das darstellen. Das sind Textseiten, Webseiten, wenn Sie so wollen, Textseiten, also Aktivitäten in Moodle. Und eine Lerneinheit, die besteht in etwa so aus 10 bis 15 solcher textuellen Aktivitäten, wo Dinge erklärt werden. Das ist der Kern. Dann haben wir den Test. Immer einen Test. Für jede Lerneinheit gibt es einen Test. Der Test enthält immer 10 Fragen, wobei die aus einem Pool gezogen werden, der größer ist, damit wir per Zufallsgenerator immer neue Fragen nachschieben können. Hier in diesem Kurs hat es die Zeit gereicht, für jeden Test 17 Fragen bereitzuhalten. 10 werden gestellt. Wenn Sie den Test nicht bestehen, kriegen Sie 7 neue und 3 von den alten wieder. Und beim nächsten Mal bekommen Sie wieder 10 aus dem gesamten Pool. Dann ganz wichtig, eine Anleitung für die Teilnehmer. How to proceed haben wir sie genannt. Auf schulischer Ebene in Deutschland heißt dieser Punkt, was muss ich hier machen? Ganz plastisch, um zu zeigen, das musst du hier tun, das musst du wissen, Lernziele, das sollst du hinterher verstehen. Ja, und dann haben wir zusätzlich noch Material zum Üben bereitgestellt. Wenn also jemand diesen Kurs in einem universitären Kontext einsetzt oder in einem schulischen, dann haben wir Vorschläge gemacht für die Präsenzphase mit Modelllösungen, die aber nur die Lehrenden sehen können oder in Online-Kursen, die dann abhängig von Testmaterialien gemacht werden. Erst dann kann man die sehen. Das ist ein kleiner Anreiz da. Das kann man ja sehr leicht machen, indem man Testergebnisse mit anderen Seiten koppelt. Ja, und das Ganze sollte noch mobil laufen. Das geht ja mittlerweile. Ich weiß nicht, ob Sie mal versucht haben, für Ihre Hochschule die Moodle-App einzusetzen. Die funktioniert eigentlich nicht schlecht. Es geht nicht alles, aber immerhin gibt es sowas und es reicht aus, um zum Beispiel den Lernern zu ermöglichen, auf der Fahrt zur Präsenzveranstaltung schnell nochmal einen Test zu machen. So wie wir früher die Hausaufgaben auf dem Schulhof nochmal abgeschrieben haben, so können die auch nochmal mit einem Kumpel zusammen vielleicht den Test bestehen. So sieht die digitale Lerneinheit aus. Und jetzt gibt es so ein paar Bedingungen dafür. Also der Inhalt selber, der muss eine hohe Qualität haben. Es reicht nicht auf lange Sicht aus, wenn Sie hier nur einen Text haben mit einem Bild. Darüber muss man sich im Klaren sein. Man wird aber am Anfang so beginnen müssen, dass man einen Text hat und ein Bild vielleicht,
um das Ganze erstmal zu starten. Dann brauchen Sie ein Anreizsystem. Ich hatte ja vorhin gesagt, die Rieke Baden hat ja die zwei Badges errungen. Es gibt diese digitalen Abzeichen, die man erringen kann, wenn man den Test besteht. Es gibt noch zwei andere Personen. Ich glaube, Felia Fromm hat noch bestanden, hat auch ein Badge bekommen. Also Sie wären jetzt die glücklichen Badge-Inhaber. Ich habe Sie mal unter Verletzung des Datenschutzes genannt. Das würde ich natürlich nie tun. Aber ich benutze das Vorwissen über die Badge-Inhaber und Inhaberinnen in der Präsenzphase, um Lob auszusprechen. Das kam immer sehr gut an. Da habe ich dann gesagt, aber ach, das erzähle ich Ihnen gleich noch, mache ich noch. Dann brauchen Sie Assessment, hatten wir schon gesagt, Mastery-Tests. Aber Sie können auch in den Präsenzphasen diese Testfragen nochmal aufgreifen und dann mit Abstimmungssystemen wie Pingo, Kahoot, Mentimeter, können Sie diese Fragen nochmal oder einige Fragen nochmal stellen, um festzustellen, haben die das wirklich kapiert? Ja, und dann schließlich sollten Sie die Präsenzaktivitäten sehr gut durchdenken. Also nicht einfach nur reingehen und sagen, so, ich habe da drei Aufgaben, bitte behandeln und wer fertig ist, kann nach Hause gehen. Das sollte schon sehr gut durchdacht sein und das braucht ein bisschen Zeit, da sich anzunähern. Ja, und die Evaluation, permanente Evaluation, sollte Sie begleiten, denn Sie werden am Anfang nicht alles richtig machen. Fragen Sie Ihre Studenten, ist das zu komplex gewesen? Ist es zu einfach gewesen? Passen die Testfragen zu den Inhalten? Habt ihr da irgendwelche Beschwerden? Das wird ein bisschen dauern. Das geht nicht gleich von vornherein, dass sie was entwickeln und das wird funktionieren. Das klappt nicht, aus meiner Erfahrung. Ich habe Jahre gebraucht. Ja, und die Anleitung, was muss ich hier machen? Hier sehen Sie oben, ist sichtbar geworden, ganz oben das Symbol OpenAI. Hier haben wir auch gleich schon mal unsere Verbindung zu ChatGPT geschaffen. Sie werden das noch sehen, wie das funktioniert. Also die Anleitung ist ganz wichtig, damit immer klar ist, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, am Anfang hat Rieke Baden gesagt, ja, sie hat das gemacht, das Ganze, aber sie wusste eigentlich noch gar nicht so, wie sie richtig klarkommen muss. Ich schätze, sie hat in die Anleitung nicht hineingeguckt. Möglicherweise, aber oder vielleicht waren die Anleitungen nicht gut genug. Das kann auch sein. Das ist immer noch der Fall. Sie können, da werden Sie nie mit fertig. Ja, soweit die Gelingensbedingungen. Jetzt kommen wir mal zu den Anreizsystemen. Da hatte ich ja genannt diese Badges. Da können die Grafiker sich und die Textentwickler sich natürlich voll entfalten. Sie können für die einzelnen Kurse Badges entwickeln. Das sind Grafiken. Ich kann den Moodle-Entwicklern gleich mal sagen, die Idealformate sind 300 mal 300 Pixel. Dann passt das sehr gut in Moodle und auch auf dem Handy. Und das ist auch vom Download her ganz ordentlich. Und sie sind groß genug, um sie auszudrucken und an den Laptop zu heften, sodass der Lehrer in der Präsenzphase sieht, jawohl, ich habe den Badge errungen. Das haben die Studenten nämlich gemacht. Die haben die an ihre Laptops, an die Rückseite geklebt und dann sich so hingesetzt, damit ich es auch sehe. Die sind da sehr stolz drauf. Dann können Sie die können Sie selbst benennen und die Bedingungen in Moodle entsprechend definieren. Dann ganz wichtig, die Leitfragen. Wir haben für jede Lerneinheit bis zu 10, maximal 10, es sind nie mehr, Leitfragen definiert. Um den Lernern zu sagen, wenn ihr die beantworten könnt, dann habt ihr die Lerneinheit sauber bestanden. Hier sehen Sie schon ChatGPT-Werte, auf die komme ich später nochmal zu sprechen, was man da machen kann. Also hier sehen Sie die Leitfragen, die sind verbunden mit Hyperlinks, also die Frage 4, Discuss the main implications of the Lunar Orbiting Missions so far. Wenn Sie keine Ahnung haben, klicken Sie auf Lunar Orbiting Missions, dann kriegen Sie die erklärt. Dann gibt es die Online-Begleitung, das hatten wir Ihnen ja schon hatte ich Ihnen ja schon genannt, dieses Tutorium oder Studio Time, das können Sie nennen, wie Sie wollen. Also so eine spezielle Präsenzkomponente, angeleitet durch studentische Tutoren, wo man Hilfestellung geben kann. Ja, und wenn Sie wollen, können Sie den Kurs auch zertifizieren. Sie können auch Teilzertifikate ausgeben. Das kommt in den Schulen sehr gut an, wo man dann nicht nur für den ganzen Kurs ein Zertifikat bekommt, sondern wo man für Teile ein Zertifikat bekommt und dann immer wieder nachweisen kann, nee, hier habe ich hab das Zertifikat bis hierhin bestanden, ich bin voll auf der Höhe. Lässt sie in Moodle sehr leicht und sehr schön machen, diese Zertifikate, die dann automatisch
heruntergeladen bzw. per E-Mail auch an die Teilnehmer dann versendet werden. Das Selbstlernen. Hier sehen Sie Bilder, das ist die Bedingung, wie die Frage, die taucht ja schon auf, können die das überhaupt? Hier oben links sehen Sie ein Bild einer studentischen Arbeitsgruppe, das habe ich vor 6 oder 7 Jahren mal fotografiert, im Winter auch, da ist es weiß draußen. Die sitzen an einem Tisch, diese 6 Studierenden, mit ihren Laptops aufgeklappt. Und ich habe sie gefragt, was macht ihr denn da? Ja, wir arbeiten gerade an der Lerneinheit Morphology für den Kurs Introduction to Linguistics. Und wir lösen das Mastery-Test gemeinsam. Völlig in Ordnung, können Sie machen. Die haben auch noch eine Strategie entwickelt. Die haben gesagt, in die Präsenzphase, da brauchen wir gar nicht immer alle hinzugehen, sondern da gehen wir immer nur die Hälfte, also 50%. Und die informieren dann die anderen, die nicht da waren, in der nächsten Arbeitsgruppensitzung. Also die haben sich wunderbar organisiert. Hier unten rechts sehen Sie Schüler der Klasse 12 während der Pandemie in Luisenlund. Die machen eigentlich genau das Gleiche. Die arbeiten eine digitale Komponente durch. Und so sieht dann so ein Raum aus nochmal. Hier oben haben wir wieder den Lehrer oben rechts, der eigentlich nur Beraterfunktion hat. Aber ich kann Ihnen sagen, das sind höchste Ansprüche, denen man da Genüge tun muss, um diese Beratungsfunktion noch zu erfüllen. Da komme ich gleich drauf. Wenn Sie die Präsenzphase, und das ist jetzt der Übergang, wenn die funktionieren soll, dann haben Sie ja vor der Präsenzphase Ergebnisse. Das ist jetzt nicht der Kurs, den Sie belegt haben. Ich habe mal einfach nur Ergebnisse hier genommen von einem Workshop des Deutschen Hochschulverbandes. Der Kurs fand statt um 9 Uhr und ich habe um 9 Uhr, wenige Minuten vor Beginn, mir die Ergebnisse angeschaut. In Moodle können Sie das machen, wenn Sie Kursleiterrechte haben. Dann können Sie ja unter Berichte oder über Aktivitäten können Sie gucken, was da passiert ist. Und dann bekommen Sie solche Tabellen geliefert, wo dann genau drinsteht, jawohl, die haben die Mastery-Tests gemacht. Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 70% oder 71% für die Tests. Darunter sehen Sie die Aktivitäten abgehakt oder nicht. Und dann bekommen Sie Ergebnisse, die ich dann immer in eine Excel-Tabelle übertrage. Und dann sehe ich für diese Teilnehmer sehr genau, was die gemacht haben. Waren sie aktiv? Das sind die gelben Spalten. Haben sie den Mastery-Test 1 und den Mastery-Test 2 bestanden? Das sind die grünen Spalten. Und dann gibt es den sogenannten Mastery-Level. Den lassen Sie berechnen über eine Prozentrechnung. Der liegt für die erste Sitzung bei 64% und bei der zweiten für 55%. Das ist genau der Kurs, den Sie auch jetzt belegen konnten. Und mit diesem Wissen gehe ich in die Präsenzphase. Und diese Werte hier, 87% haben den Test bestanden. Beides gilt in beiden Fällen. Kann ich natürlich davon ausgehen, dass ich direkt in den Übungsprozess einschreiten werde. Ich habe es hier nochmal dargestellt, die Vertiefungsphase. Meine Idee war, es müssten immer 60% Bestehensleistung sein, damit ich davon ausgehen kann, man ist gut vorbereitet. Und in der Tat, Sie haben es ja gesehen, eben 64% für die erste und knapp drunter für die zweite Lerneinheit. Das heißt mit anderen Worten, ich kann hier in der Vertiefungsphase sofort in den Übungsprozess einsteigen. Und jetzt schauen wir mal rein, wie so eine Präsenzphase aussieht. Hier sehen Sie die Präsenzphase jetzt mit den Zielen Beratung, Unterstützung, Recherche, Kompetenztraining. Hier oben sehen Sie eine Tutorin, das war eine meiner Tutorinnen, in einem großen Hörsaal. In diesen Sitzreihen hatten wir das so arrangiert, dass jede zweite Sitzreihe frei blieb. Wir hatten, das war der größte Kurs, den wir so gemacht haben, 320 Teilnehmer. Die Präsenzanzahl lag immer so bei 260, 70 und der Hörsaal hatte eine Größe von 500. Da konnten wir dann jede zweite Reihe frei halten. Und konnten dann hier beraten, korrigieren, Aufgaben stellen. In kleineren Seminaren sieht das so aus, da bauen sie sich solche Lerninseln, wo die Studierenden sitzen, Recherchen machen und dort entsprechend sind. Hier haben wir einen anderen Hörsaal, der hat eine Kapazität von 120, davon sind 90 belegt. Der Kurs hatte 100 Teilnehmer und da ist natürlich nicht überall Platz. Hier ist mal eine Reihe Platz und da sitze ich mal gerade hier mittendrin und berate die.
Aber eine solche Architektur ist natürlich nicht zielführend. Übrigens, eine Präsentation wie PowerPoint brauchen Sie in dieser Art von Lehre nicht mehr. Das ist für mich auch immer ein schönes Gefühl. Die Frankfurter Allgemeine hatte 2014 schon gesagt, wann ist denn endlich Schluss mit diesem PowerPoint-Wahn an den deutschen Hochschulen? Man sieht ja nur noch PowerPoint. Ich habe es jetzt auch im Einsatz, aber ich habe ja auch keine Lehrveranstaltung mit Ihnen. Und hier ist kein PowerPoint mehr. Hier vorne an diesem interaktiven, an diesem Screen, der mit einem interaktiven Whiteboard gekoppelt ist, sehen Sie nur die Aufgaben, die gestellt wurden. Aber sonst nichts. Schauen wir mal rein. Ich hoffe, Sie hören jetzt den Text. Ich muss noch mal ein Mikrofon jetzt zu dem Computer-Lautsprecher wenden, falls wir keinen Ton hören. Denn jetzt kommt ein Video. Das Modell nennt sich Inverted oder Flipped Classroom. Oh, das habe ich angehalten. Klar, Moment. Erst die Vorbereitung und dann im Hörsaal die Übung. Handke geht mitten rein, diskutiert mit den Studenten. Professoren helfen ihm dabei. Wie etwa könnten die Neandertaler gesprochen haben? Welche Vokale, welche Konsonanten haben sie verwendet? Erfundene Sprache nach wissenschaftlichen Maßstäben. So that's your sister. All right. Maybe imitate the sound you make when you're hungry. Yeah, starting with an M. Es ist total zufriedenstellend und ich habe auch den Eindruck, die Studierenden mögen das auch. Manche mögen dann mal durchaus vielleicht auch mal ein bisschen genervt sein und sagen, ist der schon wieder da? Andere sind zum Teil enttäuscht, dass man nicht öfter vorbeikommt. Also ich denke, in einer regulären Vorlesung hätte man das eigentlich nie durchführen können, wenn man ohne jegliches Wissen hier vorne von vornherein eingestiegen wäre, um es zu lernen, um es zu festigen. Da braucht man schon die Praxis und den Austausch mit anderen Studierenden. Ansonsten ist es plattes Wissen und man kann nichts damit anfangen. Ja, das war 2015, also vor 8 Jahren. Ich war natürlich ein bisschen jünger noch, aber die Lehre ist seitdem so durchgeführt worden. Und Sie werden vielleicht so ein paar Aspekte kennengelernt haben. Erstmal ist die Lehre, also diese Präsenzphase, nicht Lehre, es wird ja nicht gelehrt im klassischen Sinne, ist hektisch. Sie ist total anstrengend, weil Sie als Kursleitung ständig unterwegs sind. Da kommen ständig Fragen, können Sie mal kommen, können Sie mal kommen. Ich brauche mal Ihre Unterstützung, wir kommen nicht weiter. Sind also immer hin und her. Dann sollte man auch in die Knie gehen. Wir machen also Kniebeugen, reichlich in solchen 90 Minuten. Und beraten dann die Studierenden. Und noch etwas, die Studierenden, die nicht belangt werden wollen, in solch einem Szenario. Früher saßen die ja immer hinten. Jetzt sitzen die in der Mitte und bilden einen Pulk, damit man da nicht durchkommt. Also auch die entwickeln neue Strategien. Aber es ist eine total befriedigende Präsenzphase, weil man mit ganz vielen Studierenden wirklich redet und in Austausch kommt. Hier mal so eine Art Blaupause für so eine Präsenzphase. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin immer reingekommen und habe als erstes die Badges bekannt gegeben. Nicht indem ich eben gesagt habe, Frau Baden hat ein Badge gewonnen, sondern indem ich gesagt habe, also wir haben heute von unseren 25 Teilnehmern haben wir 20, die ein Badge errungen haben, davon 3 über 90%. Oh, dann wurde geguckt, wer könnte das sein? Und hinterher war es dann so, am Ende der Lehrveranstaltung kam meistens ein Studierender an und sagte, ich habe jetzt den Badge auch. Dann haben die den in der Präsenzphase, haben die den Test nochmal gemacht an ihrem Laptop. Okay, sie haben wenigstens was getan. Ja, dann haben wir 2, 3 Wissensfragen. Hier ist das Symbol Pingo. Sie könnten genauso gut Kahoot, Mentimeter oder ähnliche Dinge nehmen. Mit diesen Wissensfragen können Sie so eine Art Wiederholung durch die Hintertür gestalten. Also wenn ich frage, wie heißt der Kaiser von China und ich mache 6 Angebote und Erich der Erste ist richtig, dann gibt es immer Studierenden, die auch geantwortet haben, Hermann der Vierte. Und dann kann ich das sauber durchdiskutieren, kann ich sagen, ja, Hermann der Vierte, der war es natürlich nicht, weil. Und habe somit eine Art Wiederholung durch die Hintertür, denn wiederholen will und kann ich in dieser Lehrveranstaltung nicht. Und das soll man auch gar nicht erst anfangen. Wenn man das nämlich einmal anfängt, dann werden die Tests nicht mehr gemacht, dann werden die digitalen Lehrmaterialien nicht durchgearbeitet. Das heißt, Sie müssen vielleicht anfänglich die Studierenden sogar mal etwas leiden lassen. Indem dann kommen, können Sie das nochmal erklären? Nein, kann ich nicht. Du hast es digital, mein Lieber. Selbst wenn die dann in der Präsenzphase kommen, ja, können Sie kurz nochmal sagen, was ein Allomorph ist? Sage ich, nein, geh bitte in unsere Plattform, das wird dir dort erklärt.
Aber wenn sie einmal anfangen und sagen, ja, hallo, Mauf, pass mal auf, so und so setze ich mal hin, dann haben sie verloren. Ja, dann geht's, werden die ein paar Wiederholungsfragen, die können Sie in der Woche sammeln, zum Beispiel in einem Chat oder in einem Forum im Kurs, können Sie die Studierenden auffordern, Fragen zu stellen. Die werden dann nochmal kurz erklärt. Dann werden die Kompetenzen definiert, die in der neuen Präsenzphase zu erwerben gibt, und dann 10 bis 45 oder mehr Minuten Kompetenztraining und am Schluss vielleicht Lernergebnisse diskutieren. Die können Sie auch sammeln. Ich habe hier das Symbol von Google Doc. Sie können aber auch Etherpads nehmen und andere Dokumente, die Sie gemeinsam erstellen, wo Sie die Lösungen sammeln. Das Ganze idealerweise in Präsenz. Als Videokonferenz ist es auch machbar, so eine Präsenzphase. Allerdings müssen Sie ja ständig nur private Chats durchführen, weil ja alle teilnehmen. Und möglicherweise ist die Frage, die Egon Meyer stellt, für Sabine Müller gar nicht wichtig. Online eher weniger. Es gibt in unserem ganzen Repertoire von Online-Kursen gibt es eine einzige Lerneinheit, wo wir wirklich gesagt haben, da brauchen wir keine Präsenz. Das ist das Lautsystem des Deutschen, wo alles untermauert wird mit Übungsmaterialien, und das kann man nicht besser online in Präsenz machen. Während der Pandemiezeit haben wir dann die Präsenz durch Kohorten ersetzt und Foren. Ansonsten ist alles so geblieben. Wir haben also gesagt, statt volle Präsenz machen wir eine Kohortenpräsenz, die dann 14-täglich stattfindet. Woche 1 Teilnehmer von A bis L, Woche 2 von M bis Z, dann wieder A bis L und so weiter. Dadurch konnten wir die Abstände an den Tischen größer halten und auch wahren. Deswegen hat Corona uns eigentlich überhaupt nicht berührt. Präsenz war ein bisschen reduziert. Gut, soweit zur Präsenzphase. Hier nochmal ein Video, was zeigt, wie wir die Räume gestaltet haben. So sieht der Raum klassisch aus. Und vor diesen Sitzungen habe ich dann so eine Art Tafeldienst eingeteilt, habe immer gesagt, so, nächste Woche seid ihr dran, ihr räumt bitte um, damit wir da keine Zeit verschwenden. Und so sieht die Präsenzphase dann aus. Da haben Sie gerade eine Pingo-Frage auf Ihrem Handy beantworten müssen. Hier habe ich noch den Fehler gemacht. Ich habe gestanden, man sollte eigentlich in die Knie gehen, um sich nicht so in so einer Überlegenheitspose da zu präsentieren. In den weiteren Formaten dieser Architektur haben wir dann Folgendes noch gemacht. Wir haben die Lerninseln so gestaltet, dass an jeder Lerninsel ein freier Stuhl war, nämlich für mich. Und ja, eine Empfehlung für Hochschulen, ich weiß ja, dass die Hochschulen jetzt, die können ja ihre Gebäude nicht abreißen. Eine Empfehlung ist, machen Sie Rollen unter Ihre Tische. Dann können Sie sich sehr leicht neu umgruppieren. Einfach Rollen anbringen, das dürfte auch etatmäßig drin sein, dass Sie vielleicht mal 2000 Rollen kaufen für die Tische in den verschiedenen Gebäuden. Ja, soweit zu diesen Gelingensbedingungen. Jetzt fehlt noch eine, nämlich die digitalen Inhalte selbst. Und das ist das Hauptproblem. Das muss man ganz klar sagen. Da zeige ich Ihnen jetzt noch was und dann machen wir nochmal eine kleine Pause. Und dann geht es in den letzten Teil. Die Probleme. Tja, die Lehrkräfte sind nur unzureichend vorbereitet auf die Digitalisierung. Das muss man ganz klar so sagen. Wir waren früher auch nicht auf die Lehre vorbereitet, aber ein Stück Kreide konnte jeder bedienen. Und auch ein Overhead-Projektor mit seinen 4 Schalterstellungen, die haben wir irgendwie in den Griff gekriegt. Wobei manche dann durchaus mit Folien sogar Probleme hatten. Aber für die Entwicklung digitaler Elemente sind wir nicht vorbereitet und nicht ausgebildet. Ja, und die Learning-Management-Systeme, das sind bisher, egal ob Moodle, Ilias, StudIP, OpenOLAT oder was auch immer, sind fast immer nur PDF-Suites, wo PDFs abgelegt werden, runtergeladen werden. Das ist so der Stand der Digitalisierungskompetenzen von deutschen Lehrkräften. Es ist leider so. Die zweite Gruppe sind institutionelle Probleme. Es fehlt die curriculare Verankerung. Es werden dann zwar mal digitale Elemente entwickelt, aber die werden dann testweise nur entwickelt, anstatt sie direkt in die Curricula zu bringen.
Wir hatten einen Masterstudiengang Linguistics and Web Technology von 2011 bis 2018. Der hatte drei reine Online-Kurse im Curriculum. Hätten wir das nicht gehabt, hätten wir AQUIN, die damalige Akkreditierungsbehörde, belügen müssen und hätten, wie es so viele Hochschulen gemacht haben, Kapazitäten vorgegaukelt, die wir gar nicht hatten. Also haben wir Online-Kurse curricular verankert. Und das meiste sind nur Einzelprojekte, das wissen wir auch. Und dann gibt es noch die typischen deutschen Probleme. Wir haben keine Scheiternkultur, Anerkennungskultur fehlt, die Lehrenden arbeiten in der Regel nicht zusammen. Was wir gut können in Deutschland, ist warnen. Können immer sagen, oh, das kann ja gar nicht klappen, das geht nicht. Keine Zeit stimmt in der Tat bei Ihnen in der Fachhochschule noch mehr als in den Universitäten. Die Lehrenden haben viel zu wenig Zeit, um das zu machen. Und wenn das alles nicht hilft, dann haben wir noch den Datenschutz. Und so winden wir uns in Deutschland durch und kriegen eigentlich nicht so richtig auf die Kette. Das ist so. Deswegen gibt es nur eine Lösung. Wir können nicht sagen, geht nicht, sondern wir müssen sagen, die Digitalisierung der Lehre gelingt nur durch Zusammenarbeit. Also fangen Sie gar nicht erst an, einen Kurs allein entwickeln zu wollen, allein zu digitalisieren. Arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen, entwickeln Sie ein neues Mindset, das es in Deutschland bisher nicht gibt. Und dann letztlich sollte man es einfach mal machen. Ich würde jetzt, wenn wir die nächsten wenn wir das 5 Stunden machen würden, würde ich Ihnen genau zeigen, wie man das Ganze digital umsetzt in Form eines Workshops. Das machen wir nicht. Wir machen stattdessen eine kleine Pause, denn mir geht es jetzt um den letzten Schritt, den Digitalisierungsprozess selbst. Wir beginnen, also ich habe Ihnen hier vier zentrale Schritte aufgelistet. Also der erste Schritt, Sie sollten einen Kurs nehmen. Einen Kurs, auf den Sie Ihre Digitalisierung beziehen. Der Kurs muss natürlich so ein paar Kriterien erfüllen. Er sollte vielleicht mehr als einmal nur im Leben erscheinen, also curricular fester Bestandteil von Studiengängen sein, möglicherweise auch ein Kurs, den mehrere Leute immer im Wechsel mal unterrichten. Also Sie haben ja solche Kurse wie medizinische Psychologie in dem BA, soziale Gerontologie, philosophische Ethik. Sie haben Kurse wie Grundlagen der Entwicklungspsychologie, frühkindliche Bildung. Übrigens sind das alles Kurse, die habe ich ja nicht erfunden, die habe ich aus dem Internet. Die können Sie dort sehen, Sie können sich an solchen Kursen sogar orientieren. Die gibt es ja alle im Internet. Also Sie wählen einen Kurs, das ist natürlich zu viel, haben wir gesehen. Dann beziehen Sie sich auf eine einzelne Lerneinheit. Dann wird diese digitalisiert, die wird dann später bereitgestellt und die Präsenzzeit wird neu genutzt. Das sind so die wesentlichen Schritte. Und jetzt schauen wir mal in eine Lerneinheit hinein. Also hier haben Sie eine Lerneinheit, die ja besteht aus dieser Phase der Inhaltsvermittlung, der Phase der Inhaltserschließung und dem Test. Und das sind unsere digitalen Komponenten. Was wir jetzt nicht mehr betrachten, ist die Phase der Inhaltsvertiefung, die entweder on Campus geschehen kann, die per Webkonferenz geschehen kann oder ebenfalls sogar auch selbstgesteuert. Ziel der Digitalisierung ist das Digitale. Das sind, was brauchen wir da? Wir brauchen in jedem Fall heutzutage möglichst gute Lehrvideos. Wir brauchen Texte. Wir brauchen Bilder. Und das vergessen die meisten ganz am Anfang immer, wir brauchen Testfragen. Ich erwähne das jetzt in den kommenden 10 Minuten mindestens 3-mal, dass wir Testfragen brauchen, denn es ist so unangenehm, wenn wir das vergessen. Wenn wir irgendwann alles fertig haben und dann jemand sagt, so, jetzt brauchen wir noch 90 Testfragen, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, da hilft Ihnen selbst ChatGPT nicht mehr weiter. Da verzagen Sie. Also immer gleich mitentwickeln. Ja, das ist, was die Digitalisierung der Lehre ausmacht. Wenn Sie wollen, können Sie das Ganze auch noch teilzertifizieren. Das ist aber nur eine Option, die man vielleicht am Ende mal einsetzt. Gehen wir es mal an. Der digitale Inhalt. Also, wir haben einen Kurs und der Kurs besteht im Schnitt so aus 15 Modulen. Je nach Semesterzahl, also wir haben ja 10 bis 15 Semesterwochen. Und hier sehen Sie die mal anhand des Kurses Exploring the Solar System, ist kein Ton dabei. Sie sehen, das sind die ganzen Lerneinheiten, alles einzelne Abschnitte in Moodle. Und ganz zum Schluss die Zertifizierung. So sieht so ein Umfang aus. Also 15 Module in der Regel, eher vielleicht weniger, 12, 13. Das kommt darauf an, wie komplex Ihr Kurs ist.
Schauen wir mal in so einen Abschnitt. Ich verwende jetzt die Moodle-Terminologie schon mal hinein. Der Umfang pro Abschnitt, der ja im Prinzip 90 Minuten Präsenzvorlesung abdeckt. Also da kommt das rein, was Sie klassischerweise in 90 Minuten belehren können, ohne dass sich jemand unterbricht. Und dieser Umfang, der sieht so aus. Das sind in der Moodle-Terminologie 10 bis 15 Aktivitäten. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und das sind in der Regel textuelle Aktivitäten, die Textseite, so heißt es ja in Moodle. Pro Aktivität sollte man vielleicht ein Bild finden, das da reinpasst. Für den gesamten Abschnitt sollte man Videomaterial finden, das aber keinesfalls länger als 30 Minuten ist. Da sehen Sie schon, durch den Text und das zusätzliche Video brauchen Sie jetzt nicht 90 Minuten Video, also eine Vorlesungsaufzeichnung, die hilft Ihnen hier nicht weiter. Sie müssen jetzt Lehrvideos finden, die zu dem Thema irgendwie passen. Und dann brauchen Sie minimal 10 und im positiven Fall 30 Fragen für den Mastery-Test, sodass da am Ende 10 Fragen per Zufallsgenerator gezogen werden. Ganz rechts außen sehen Sie noch das Google Maps-Symbol, stellvertretend für die Integration von Slideshows, Kartenmaterial und Ähnlichem, mit dem Sie Ihre multimediale Präsenz besser unterstreichen können. Dazu gleich Beispiele. So sieht der Abschnitt aus. Das hatte ich Ihnen schon gezeigt, diese Aktivitäten. Assessment, Übungsmaterialien. Möglicherweise, das wird jetzt die Herrn Kund, Frau Baden und Herrn Karpinski vielleicht freuen, dass ich das schon erwähne. H5P, ich hoffe, Ihnen sagt das etwas. Ein ganz nützliches Tool, mit dem Sie die Multimedialität Ihrer Lernelemente noch ein bisschen steigern können. Und da können Sie sogar spielerische Elemente einbauen, deswegen hier der Begriff Gamification. Wir wollen uns jetzt mal auf den Inhalt selbst konzentrieren. Und ich nehme mal eine einzige Aktivität, und nur um die Ihnen mal zu zeigen, wie die aussieht. Also The Birth of the Moon, die Geburt des Mondes. Wollen wir uns die mal anschauen und darauf konzentrieren. So sind die Bestandteile. Sie brauchen einen Text. Sie brauchen Videomaterial. Keinesfalls länger als 6 Minuten, eher weniger. 2-3 Minuten höchstens, ein kleines kurzes Video zur Geburt des Mondes und vielleicht optional 1 bis 2 Bilder, aber bitte Bilder nur dann, wenn sie inhaltlich zum Text passen, nicht wenn sie zur Verschönerung dienen. Wir brauchen, das muss, soll zwar gut aussehen, aber es muss auch passen, wenn sie da nur irgendwelche farblichen Hintergründe machen, das hat nichts mit dem Inhalt zu tun. Zum Text noch etwas. Der Text, hier sehen wir so einen gelben, Sie sehen hier so einen gelben Rahmen drumherum. Der Text sollte in sich geschlossen sein und möglichst wenige Links nach außen haben. Also gar keine Links nach außen und möglichst wenige Links innerhalb Ihres Systems haben. Hier haben wir den einen Link, Theia, das ist der Name eines Protoplaneten, der früher mit der Erde mal zusammen kollidiert sei und daraus sich der Mond gebildet hat. Und um nun darauf zu verzichten, Theia hier zu erklären, haben wir einen Link ins kurseigene Glossar, wo der Begriff erklärt wird. Also keine weiteren Links nach außen, was ist eine bemannte Mission, eine unbemannte und so weiter. Möglichst den Text in sich geschlossen halten. Ja, ein Schritt zum Arbeits-, also so sieht das Ganze dann aus, letztlich in Moodle. In dieser Aktivität Text. Sie haben eine Überschrift, Sie haben ein abspielbereites Video. Videos werden heute eingebettet, sodass man sie direkt abspielen kann. Die werden nicht mehr irgendwie verlinkt. Sie haben den Text und Sie haben das Bild. Und bitte nicht vergessen, unter dem Bild die Lizenzbestimmungen anzugeben, zu denen ich gleich noch etwas sagen werde. Dieses Bild ist lizenzierbar, also ist nutzbar, deswegen stehen da die Lizenzierbedingungen und auch die Quelle dabei. Beim Video brauchen Sie das nicht zu tun, wie das mit Videos funktioniert, dazu gleich. Also das ist das Ergebnis, das Sie jetzt sehen. Jetzt noch ein Tipp zum Ablauf. Wenn Sie eine solche Seite erzeugen, machen Sie alles erstmal separat. Holen Sie sich den Text ran, den Sie haben wollen, den packen Sie in irgendeinen Texteditor.
Packen Sie das Bild auf Ihre Festplatte und fügen Sie hier oben, sehen Sie etwas, das erkläre ich Ihnen gleich, dieser sogenannte iFrame hier, fügen Sie das einfach erstmal mit da rein. Und erst wenn Sie das haben, dann gehen Sie auf Moodle, Elias.ip, in Ihrem Fall Moodle, und implementieren das Ganze. Das können wir heute leider nicht machen. Das ist dann Teil eines Praxisworkshops. Ja, gucken wir jetzt mal noch schließlich zum Abschluss rein, wo kriegen wir die Elemente her? Also beim Text war es ja in der Vergangenheit so, wenn Ihnen jemand gesagt habe, machen Sie mal, unterrichten Sie mal jetzt 10 Minuten zum Thema die Geburt des Mondes, 10 Minuten wären das ja etwa so, ne? Dann sind Sie wahrscheinlich in die Bibliothek gegangen, haben sich Informationen geholt, möglicherweise hatten Sie noch eigenes Wissen, was Sie dazu steuern konnten, und daraus wurde dann ein Text. Ehrlich gesagt, schon seit vielen Jahren, man geht nicht mehr in die Bibliothek, um so etwas zu tun, sondern man verwendet Google und holt sich die Texte aus dem Internet. Das ist dann manchmal Wikipedia, das sind Webseiten, die die entsprechenden Informationen haben, aber in jedem Fall holen sie sich die Informationen aus dem Internet, zitieren die entweder oder referenzieren Sie jedenfalls vernünftig. Wir machen das in unseren Lerneinheiten immer so, dass wir am Anfang des Kurses die Quellen angeben, aus denen die Materialien besorgt wurden, und in den einzelnen Lerneinheiten nochmal seitenweise darauf verweisen. Das sind Bücher zum Teil, es sind aber wie gesagt auch Webseiten. Ja, heute gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wir können noch ChatGPT fragen. What are the main theories about the birth of the moon? Und wenn Sie nachschauen, werden Sie eine exzellente Antwort bekommen. Die müssen Sie natürlich qualitätssichern. Sie haben nichts davon, die Antwort einfach zu verwenden. Sie müssen schon einschätzen können, ob die Antwort gut ist. In diesem Fall kann ich Ihnen sagen, sie ist fantastisch. Und dann ist nur noch die Frage, was man macht. In unserem Fall machen wir das dann so, wir sagen, Answer generated by ChatGPT, quality assured by J. Handke. Damit ist die Sache geklärt. Da geben wir zu, dass wir die Texte daher haben, aber das ist ja völlig legitim, wenn Sie es sauber zitieren und eben angeben, wo die Qualitätssicherung herkommt. So holt man sich heute Texte. Gut. Und wie gesagt, zum Schluss bitte noch eine Frage generieren, die dann auf diese Webseite verweist. Also die Frage, die Studierenden jetzt beantworten sollten, egal mit welcher Hilfe, ist: Discuss the general assumptions about the birth of the moon. Kommen wir zu den Bildern. Wo kriegen wir Bilder her? Sie können das, wenn Sie jetzt schnell genug sind, nachvollziehen im Internet. Aber ich glaube, dadurch, dass wir nur noch so wenig Zeit haben, ist das gar nicht jetzt möglich. Das wäre alles Teil des Praxisworkshops. Also Sie geben auch hier ein in Google The Moon und Theia und gehen dann auf die Bildersuche und dann kriegen Sie diese Beispiele. Und da gibt es eine sehr schöne Einstellung in Google. Wenn Sie nämlich den Suchfilter oben rechts hier, diesen Suchfilter aktivieren, dann klappt hier ein Menü auf. Da ist zunächst alle angekreuzt. Sie sehen dann alle Bilder. Wenn Sie selber hier aktiv das Häkchen bei Creative Commons Lizenzen setzen, dann bekommen Sie diejenigen Bilder, die lizenziert sind für die Wiederverwendung. Und das sind die sogenannten Creative Commons Lizenzen. Sie können das Wort Creative Commons mal googeln, dann kommen Sie auf eine Webseite, die Ihnen das Modell sauber erklärt. Es geht um die Lizenzbestimmungen für multimediale Inhalte, also Text, Bilder, Animationen, Simulationen, Videos, 3D-Elemente und so weiter und die Möglichkeit der Wiederverwendung. Sie sind fast immer wieder verwendbar. Es gibt dann Einschränkungen, zum Beispiel für NC, für Non-Commercial Use Only. Also sobald Sie Geld verlangen, können Sie es nicht mehr verwenden. Das ist dann, wenn Sie zum Beispiel Studiengebühren erheben und Kurse verwenden, die Bildmaterial verwenden in solchen Kursen, dann dürfen Sie das nicht, wenn die Lizenz Non-Commercial ist. Sie bekommen die Lizenz immer gezeigt, indem Sie auf das Bild klicken. In dem Google-Suchfenster und dann sehen Sie hier unten rechts in der Regel, ich glaube, ich habe es auch dargestellt, ja hier, wenn man draufklickt, die Lizenzdetails und dann sehen Sie hier CC BY SA 4.0, also Attribution heißt Autorennennung, Share Alike heißt, Sie können es teilen,
auch wenn es ähnlich ist, also Sie können da so Sie teilen, wenn Sie es so belassen. Und das Ganze gilt international in der Version 4.0. Das heißt, dieses Bild ist wiederverwendbar. Aber Sie müssen dann angeben, wo es herkommt, Wikimedia Commons. Und Sie müssen hier die Lizenzbestimmung CC BY SA angeben, genauso wie wir das oben gemacht haben. So kommen Sie an Bildmaterial. Und ich kann Ihnen sagen, es ist mittlerweile gigantisch, was für Bildmaterial man bekommt. Bleiben oft keine Wünsche offen. Kommen wir zum Thema Video. Am Thema Video, gleiches Spiel. Nur hier gehen wir erstmal auf YouTube. Also es gibt keine andere Plattform, die so umfangreiche Informationen bietet, natürlich auch so viel Mist wie YouTube. TikTok kommt nicht in Frage, weil TikTok einfach keine seriösen wissenschaftlichen Videos enthält. Und wenn, sind es ja immer nur diese 1-Minuten-Clips. Also das ist nun wirklich nicht die Basis für das Lehren und Lernen. Also YouTube, wenn Sie eingeben, The Birth of the Moon, dann bekommen Sie, ich weiß nicht wie viele, 50, 60 Videos, die alle schon mal toll aussehen, die alle gut gemacht sind und die aber nicht weiter lizenziert sind. Die haben keine Lizenz. Das heißt, Sie dürfen diese Videos nicht herunterladen, so wie Sie es mit den Bildern machen durften, die eine Creative Commons Lizenz sind. Es gibt Videos, die sind Creative Commons lizenziert, die dürfen Sie runterladen und sogar verändern und wieder neu hochladen. Das ist aber höchstens ein Prozentsatz von 5-10% aller Videos. Die können Sie finden, indem Sie in YouTube den Filter betätigen, der ist meistens oben links. Da klicken Sie auf diese drei Balken und dann wählen Sie aus, in der vierten Spalte ist es, glaube ich, Creative Commons. Und dann bekommen Sie die Creative Commons Videos geliefert. Wie gesagt, die dürfen Sie runterladen auf Ihre eigene Festplatte. Da können Sie Ihr eigenes Logo drauf machen. Das Logo der Katholischen Hochschule für Sozialwesen können Sie da drauf packen, wieder hochladen. Sie müssen nur an irgendeiner Stelle erwähnen, wo das Video ursprünglich herkommt. Also den Kanalinhaber hier, Astronomic und die genaue URL dieses Videos. Ansonsten ist es Ihres. Das dürfen Sie mit allen unseren linguistischen Videos machen. Das ist auch ein Grund für die hohe Popularität. Natürlich kriegen wir dann keine weiteren Klicks mehr, weil die Videos ja auf einer anderen Plattform landen. Das ist halt so. Meine Empfehlung aber ist es, keines dieser Videos runterzuladen, sondern die alle dazu belassen, wo sie sind. Bei den Creative Commons Videos, wenn Sie da eins benötigen, das nur zur Sicherheit auf Ihre Festplatte zu kopieren, falls der Kanalinhaber auf die Idee kommt, das Video mal zu löschen. Ansonsten empfehle ich die Einbettung aller Videos, und das darf man unabhängig von der Lizenz, mit diesem zentralen Video-Code-Snippet. Dieses Code-Snippet funktioniert auf den Moodle-Aktivitätenseiten. Es funktioniert nicht in den Moodle-Glossaren. Da haben die Programmierer aus irgendeinem Grund einen Code weggelassen, den wir auf unserer Plattform wieder ergänzt haben, denn wir brauchen auch in den Glossareinträgen Videomaterialien. Das ist der sogenannte iFrame. Diesen iFrame bekommen Sie generiert, indem Sie bei einem Video einfach auf die Teilen-Option klicken. Dieser iFrame, der schafft im Prinzip einen Rahmen auf der Webseite. Hier in der Größe 560x315. Meine Empfehlung ist, den proportional ein bisschen zu verkleinern. 375x205, das ist so eine klassische Moodle-Größe, die passt wunderbar. Oh, 205. Die Zeile SRC Source, die steht für das Video selbst. Die wird generiert von YouTube. Der Titel auch, den können Sie ändern. Frame Border 0 heißt, es wird kein Rahmen um das Video gezeichnet. Und Allow Accelerometer, das ist diese Beschleunigungsoption für Videos. Studenten benutzen das ja äußerst gern, um das Video dann mit einer teilfacher Geschwindigkeit abzuspielen. Dann sitzen sie nicht so lange davor. Eigentlich, ne, dieses bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Apotheker, dieses schnelle Sprechen ist fürchterlich. Und dann Allow Fullscreen, letztlich ist dann noch die Option, dass man das Video auf die ganze Größe wieder vergrößern kann. Diesen Code, den kopieren Sie direkt in der HTML-Ansicht in Moodle hinein und dann haben Sie das Video schon stehen.
für die Moodle-Benutzer. So, und jetzt gibt es noch einen Clou. Wenn das Video jetzt 17 Minuten lang ist, Sie aber nur für Minute 2 bis Minute 3,16 abspielen wollen, dann können Sie das dem Video, diesem iFrame sagen, und zwar wie folgt. Sie machen ein Fragezeichen hier hinter, sagen Start gleich 2 Minuten, in Sekunden wird das immer angegeben, 120, und End gleich, hatte ich mal fiktiv gesagt, 3,18, das sind, was ist denn das, 198 Sekunden und das Anführungsstrich wieder dabei. Und wenn Sie das so eingeben, dann wird das Video nur in diesem Bereich abgespielt. Und Sie belasten Ihre Studierenden gar nicht mit der Gesamtlänge des Videos. Die sehen das überhaupt nicht. Und das ist natürlich eine wunderbare Eingriffsmöglichkeit in die Deutungshoheit von digitalen Inhalten, wo Sie sagen können, ja, das Video ist gut, aber den Teil brauchen wir nicht. Das haben wir mit Büchern auch so gemacht. Da haben wir gesagt, lest bitte von Schmidt Seite 12 bis 38 und danach erst wieder Seite 62 bis 70, denn was der dazwischen geschrieben hat, das ist eine falsche Theorie. Also das ist eine ganz wichtige Option. So, jetzt müssten wir wieder, da waren wir bei PowerPoint. Und hier haben Sie nochmal in der Präsentation die genauen Daten zu diesen Angaben. Okay? Sie können diesen Einbettungscode auch so kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste einfach in das Video hineinklicken. Dann haben Sie den auch. Das ist auch eine Option. Das wissen die wenigsten. Und diese Start- und Ende-Daten, die kriegen Sie einfach nicht über einen Mausklick. Die müssen Sie von Hand eingeben. Warum YouTube das so umständlich macht, weiß ich nicht. Ist aber so. Ja. Und so wird das dann eingebettet. So sieht das dann in Ihrem HTML, in Ihrem Moodle-Editor aus. In der Textseite. Ne, Sie gehen auf diese Erweiterungsoptionen und bauen dann diesen Code da ein. Ja, was sind die letzten Schritte, die nächsten Schritte, wenn Sie das haben? Die wollen wir nochmal kurz durchgehen. Jetzt werden Sie vielleicht nochmal ein bisschen staunen, was alles so möglich ist, was wir alles schon umgesetzt haben. Also es gibt Multimedialität ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen so multimedial werden, wie es nur irgendwie geht. Interaktiv. Wir können nicht nur die Studierenden zu Inhaltsrezeptoren machen, Rezipienten machen. Wir brauchen mehr Assessment, Fragen, Fragenmaterial, Fragenpools. Und wir müssen überlegen, wie wir die Large Language Models einbinden. Und schließlich kommen wir nicht mehr drumherum, auch Programmierung dann vorzugehen. Ich mache jetzt im September bei den Lehrkräften in Luisenlund den ersten Workshop zur Programmierung, wo wir eben die nächsten Schritte gehen. Und nicht nur einfach einen Text und ein Bild einbinden und ein iFrame, sondern wo wirklich programmiert wird, damit wir diese Dinge realisieren können. Zum Beispiel 3D-Objekte. Hier sehen Sie nun unserem Astronomiekurs einen drehbaren Saturn, wo man die Ringneigung festlegen kann in Abstimmung mit Zahlenwerten. Oder Kartenmaterial. Ist ja nicht nur so, dass Karten geografisch nutzbar sind, sondern Sie können auch schauen, wo überall welche Studiengänge Ihres Faches in Deutschland gelehrt werden, wo die Labore für die Transurane saßen, wo gewisse Musikrichtungen entwickelt wurden. Also jedes Fach kann Karten gebrauchen. Denken Sie an die Entstehung von Religionen. Wenn Sie das am Pfarrer sagen, ist er sofort begeistert, aber von selbst wäre er nie drauf gekommen. Dass ja Kartenmaterial ganz wichtig ist. Bei uns hier im Bereich Linguistik, da können Sie jetzt Dialekte aussuchen, hineinzoomen und die entsprechenden Dinge direkt abrufen über diese Karten. Das Buch. Oder denken Sie an so etwas, Bildpräsentationen, Slideshows, wo Sie verschiedene Bilder zu einem Thema haben, die Sie selbst erzeugt haben, die dann nach einem eigenen Tempo abgespielt werden können, die interaktiv sind, die die Auswahl bestimmter Bilder erlauben, die auch das Hineinzoomen erlauben. All das ist möglich heute. Oder einfache Animationen, hier die Landeplätze der Apollo-Missionen, wo man hineinzoomt in die Gebiete. All das geht natürlich nicht mehr so ohne weiteres. Das muss programmiert werden. Oder hier ein interaktives Instrument, war der Wunsch einer Musiklehrerin, das habe ich für die gemacht, ein interaktives Klavier, wo sie auf die Taste klicken, den Ton hören, die Note sehen und erklärt bekommen. Spielen müssen natürlich letztlich nur selbst, aber sie können natürlich viel erreichen. Oder
Nehmen wir die berühmten Zeitleisten, die sind übrigens mit H5P jetzt gemacht, wo sie gewisse Ereignisse auf Zeitleisten darstellen können, Missionen, Weltraummissionen hier, Menschheitsgeschichte, Geschichte von Disziplinen und so weiter und so fort. All das muss natürlich entwickelt werden und so auch schließlich die Testmaterialien, die immer komplexer werden. Hier oben die Merkurkarte, wo Sie gewisse Labels hinsetzen können auf der Oberfläche des Merkursplaneten. Oder hier bestimmte Bilder, die Sie mit anderen Dingen assoziieren können oder auch mit Texteingaben. Und hier noch etwas, was wieder die H5P-Leute erfreuen wird, ein Kreuzworträtsel, wo wunderbare Sachen gemacht werden können, die Sie dann wieder mit Moodle verbinden können, sodass die Bewertungen in die Moodle-Kurse hineinfließen. Das sind Dinge, die als nächstes erfolgen, auch intelligentere Texte. Und dann schließlich noch, und dann, wir haben noch 3 Minuten, um das schon zu sagen, wir haben ein bisschen später angefangen, dann schließlich noch die Frage, was machen wir mit ChatGPT? Grundsätzlich ist es bei uns so, dass ChatGPT Teil aller Kurse ist. Das heißt, Sie sehen in jedem Kurs immer das ChatGPT-Symbol. In unserem Fall den OpenAI-Chat, der ist integriert. Das kann man als Plugin machen in Moodle mit einer entsprechenden Programmieranleitung. Da muss programmiert werden, aber der Plugin ist, den gibt es für Moodle. Den können Sie einfach mal installieren, dann sehen Sie schon mal, was passiert. Jetzt ist das Problem, wenn Sie das installieren, das kostet Geld. Und zwar kostet das Geld in Tokens. Tokens sind im Prinzip Silben. Das heißt, hier für diesen Satz, da werden dann die Silben berechnet, die Tokens. Und wir haben im ersten Monat im April 56.000 Tokens verbraucht. Das heißt, die Benutzer haben das gemacht. Das hat uns 1,06 Dollar gekostet. Das sind überschaubare Preise, aber das wird selbstverständlich mehr werden. Und dann müssen Sie dann schon mal für so ein Modell irgendwie vielleicht im Jahr mal 100 Dollar bereithalten. Aber wie baut man es ein? Bisher hatten wir ja hier unsere Fragen, diese sogenannten Leitfragen für die einzelnen Lerneinheiten. Und wenn Sie die beantworten wollten, weil Sie es noch nicht konnten, dann haben Sie einfach auf den Hyperlink geklickt und haben entsprechende Erklärungen bekommen, auch zum Teil videobasiert. Und wir haben jetzt gesagt, dann machen wir doch einfach eine neue Alternative für unsere Studierenden auf oder für unsere Kursnutzer, ist ja eine internationale Plattform, nämlich die ChatGPT-Option. Wir bauen ein Logo ein, auf das man klicken kann, und man bekommt eine ChatGPT-Antwort direkt. Das heißt, die Frage, die links von dem Symbol steht, wird direkt an ChatGPT übergeben. Das wurde wieder programmiert. Und ChatGPT gibt eine Antwort. Diese Antworten haben wir überprüft. Und Stand 20. Mai, wir prüfen die immer wieder mal, haben wir die auf einer Skala von 0 bis 10 angesiedelt. 0 ist schlecht, 10 ist super. Und jetzt können die Studenten selber entscheiden, aha, hier haben wir eine 8, das ist also eine recht gute Antwort. Und in der Tat, die ist auch gut. Die erfüllt praktisch alle Kriterien dieser Antwort. Mit anderen Worten, die Studenten können jetzt sagen, ach, wisst ihr was, das reicht mir dann mit ChatGPT, da brauche ich hier gar nicht mehr drauf zu klicken. Ich kann auch so mir das merken und bin gut genug informiert. Bei 5 und weniger ist unsere Empfehlung, schaut lieber mal rein in die digitalen Lehr- und Lernelemente. Aber so haben wir gar keine Gefahr mit ChatGPT. Wir nutzen es womöglich, wo es möglich ist und lassen es dort, wo es nicht gut ist. So, zum Schluss noch Empfehlungen für Sie. Hinweise und Tipps. Ich hoffe, ich habe es klar genug gesagt. Worum es mir gegangen ist, ist Grundlagenwissen. Keine diskursiven Kurse, keine Laborkurse, keine experimentellen Kurse, sondern Kurse, in denen Grundlagenwissen vermittelt wird. Darf man nicht vergessen. Dann, das hatte, glaube ich, ganz am Anfang Frau Fromm so ein bisschen, so hatte ich Ihre Frage verstanden, gesagt, das Inverted Classroom Mastery Prinzip ist kein Alles oder Nichts. Das heißt, Sie müssen nicht den ganzen Kurs digitalisieren, sondern Stück für Stück. Machen Sie erstmal eine Lerneinheit. Die machen Sie mal fertig. Dann sagen Sie Ihren Studierenden so, nächste Woche läuft es mal anders. Ihr bereitet das vor
Und dann haben wir eine Präsenzphase, die sieht ganz anders aus. Dann können Sie sich auch mal ein bisschen selber erproben erstmal. Ne, fangen Sie mit einem Thema, einem Abschnitt an. Moodle-Terminologie. Dann sorgen Sie für einheitliche digitalen Kursstrukturen. Das haben die Schüler zum Beispiel moniert, dass das in Luisenlund, wo die ja ganz viel digitalisiert haben, noch nicht klappt. Das sieht zum Teil kreuz und quer aus. Jeder hat sein eigenes Design. Der Mathematiker wieder anders als der Musiker, die Chemikerin wieder anders als die Biologin. Und das kann nicht sein. Es muss einheitlich sein, zumindest auf Fachebene. Sie können also gern sagen, okay, die Heilpädagogik hat ein eigenes Design und die soziale Arbeit. Aber nicht innerhalb der Heilpädagogik, dass jeder Kurs wieder anders aussieht. Die sollten einheitlich sein. Vielleicht ist es auch zu überlegen, bei einer Hochschule, auch bei Ihrer, zu sagen, wir haben nicht ein Moodle für alle, sondern wir haben eine zentrale Eingangsstelle und dann aber Instanzen für die einzelnen Fächer, die auch ihr Corporate Identity widerspiegeln, ihre Bilder. Ich meine, die Heilpädagogik will vielleicht nicht so viele alte Menschen darstellen. Weiß ich nicht, da stecke ich jetzt nicht genug drin. Oder bei der frühkindlichen Bildung zumindest. Und das müssen Sie sich sehr gut überlegen. Ja, und dann die Inhaltsbezogenen. Das ist eine wichtige Frage oder Forderung an die Lehrenden. Fangen Sie nicht so an, welche technischen Möglichkeiten habe ich und kenne ich, sondern formulieren Sie das Ideale. Ich hätte gern. So kam die Musiklehrerin aus Luisenlund zu mir, sagte, ich hätte gern so ein interaktives Klavier. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Und da müssen die IT-Berater in der Lage sein zu sagen, doch, das gibt's. Wenn, kann ich Ihnen bei der Entwicklung helfen. Den letzten Schritt müssen Sie aber selber gehen. Und so habe ich das vorprogrammiert und die Lehrerin hat es fertiggestellt. Denken Sie in Hypertexten. Das ist auch so eine große Barriere für viele, dass man immer noch in sequentiellen Texten denkt. Aber Sie haben kleinere Textabschnitte in Ihren Lerneinheiten, die aufeinander aufbauen, die, wenn man sie aneinander ausdrucken würde, gar nicht viel Sinn ergeben. Aber die miteinander verlinkt sind, die genau das machen, was wir in Büchern nicht wollen. In Büchern sind wir immer verwirrt, wenn eine Fußnote am Ende steht und wir nach hinten blättern müssen. In den Hypertexten des Internet ist genau das aber das Grundprinzip der Bearbeitung. Hypertexte, miteinander verknüpfte Texte. Und für die Präsenzphase kann ich Ihnen nur empfehlen, das, was ich lange Jahre nicht gemacht habe und wo die Studenten mir gesagt haben, Herr Handke, jetzt seien Sie doch mal ruhig. Da haben Sie wirklich gesagt, seien Sie, also Sie haben nicht gesagt, halten Sie mal Ihre Klappe, aber Sie haben gesagt, seien Sie mal ruhig. Wir arbeiten doch hier. Bringen Sie sich nur dann ein, wenn Sie gefragt werden und nicht einfach von selbst sagen, so, jetzt machen wir mal. Das ist eine ganz neue Verhaltensweise in diesen Präsenzphasen. Ich hoffe, mit diesen Tipps habe ich Ihnen noch ein bisschen was an Hand gegeben. Was Sie jetzt machen müssten, ist natürlich entwickeln, entwickeln, entwickeln. Und damit beende ich den heutigen Überblicksworkshop. Mehr kann man das ja nicht sagen. Zusammen mit meinen Robotern, die mittlerweile an Schulen weitergegeben wurden. Herzlichen Dank.